So, moin moin und herzlich willkommen zu einer Runde Transocean 2. Ja, wir starten. Pause. Wir haben Geld bekommen. Schiffe weiter laufen lassen. Die Antonia. Guck mal, wir müssen das mal tanken. Ich muss jetzt mal wieder reinkommen, ich will jetzt das machen. Etwas nicht gespielt. Wir müssen weiter nach Port Said. Guck mal, da können wir den mitnehmen. Und was bringt noch gut Geld in die Richtung da oben? Völlig abstrakt. Nach Shanghai ist falsche Richtung. Man könnte sagen, nee, Bergen passt auch nicht. Mombasa ist auch die falsche Richtung. Tiotaro ist auch zu knapp. Odessa können wir mitnehmen. Das passt. So, ablegen. Jetzt haben wir hier Flipper. Genau, Tiotaro sind wir. Wir haben nur noch 38% Zustand bei der Flipper. Sehen wir hier. Ich würde sagen, wir fahren Richtung Jeddah. Richtung unsere, Richtung unserer Werft. Oder Werft. Um sie da dann reparieren zu lassen. Und das mit Richtung Port Said. Kommen wir locker mit hin noch. So, ich wollte mir gleich so einen Mega-Frachter kaufen. Dachte ich mal. Wir haben jetzt mittlerweile genug Kohle. So sehen, New York, New York. Ich wollte hier nach Europa eigentlich rüberkommen. Über Quebec. Ja, so wie Quebec. Schaffen wir zeitlich nicht. Was ist das hier alles? Speziallizenz bräuchten wir hier. Dann würden wir hier auch ganz schön abgreifen. Wo können wir denn hier? Sind wir sogar? Oh, sind wir. Wir sind sogar da, wo wir unser Schiff verbessern können. Das ist ja ein Ding. Frachtslot. Speziallizenz, jawohl. Der andere Slot machen wir in Flammen. Klimatisierung. Ich würde sagen, den nehmen wir noch. Roten Slot. Kostenslot. Nehmen wir auch noch mal mit. Erleichterte Wartungszugänge. Reparaturdauer 0 Tage. Oder Kompressornachrüstung. Kompressornachrüstung. So ist jetzt eine große Nachrüstung, aber ich würde sagen, das machen wir auf jeden Fall. Wir sollten unsere Schiffe jetzt mal verbessern. Damit wir, ja, wir haben mittlerweile Kohle. Ne? Das läuft ja mittlerweile. So, wir sind mit Antonia in Richtung, guck mal, auch Richtung Odessa. Nochmal das mal nehmen, das. Da fahren wir auch vorbei, das können wir auch mitnehmen. Irgendwas Wertvolles noch. Oh, das ist aber eine ganze Ecke. Wie viel Platz haben wir denn noch? Wir haben noch so ein bisschen Platz. Nehmen wir die auch schon mal mit. Erstmal dahin. Gut, weiter. Oh, da ist unser Flipper, das merkt man an den großen Summen. So, Richtung Jeddah. Boah, guckt euch das an hier. Mal wieder hier aufladen. So, wir wollen nur noch Jeddah und den reparieren. Das heißt, kann ich lange überlegen. Hier ist... Ja, da haben wir hier. Feuerfrei. So. Eines ihrer Schiffe ist fertig repariert. So, schön. Unser Greenhorn ist fertig. Wir sind da. So, was gibt's denn? New Orleans schaffen wir nicht. Los Angeles. Ah, wir sind... Das ist... Wollen wir wirklich darüber segeln? Segeln, Das sind 16 Millionen. Schaffen wir das vom... Schaffen wir gar nicht vom Sprit her. Du bist wir zwischentanken. Haben wir irgendwas, wo wir zwischentanken können? Nee, dann machen wir es auch nicht.
Eigentlich wollte ich auch hier in Europa bleiben. Nimm bitte ihn. So, jetzt ist unser Flipper angekommen. Jetzt haben wir 400 Millionen. Wir können... Oh, das sind so große Summen. Da denkt man, ach, wir könnten noch einmal... Guckt euch das an. Diese Summen. Hier gibt es mehr zu holen. Aber zeitlich schaffen wir die nicht alle. Müssen wir erstmal dahin und dann wieder zurück. Und das werden wir zeitlich nicht schaffen. Aber viel lange dauert das ja nicht. Konventionell schlafen 400.000 pro Tag. Ja, die Wege segeln ja nicht weit rein. Kann auch beide mitnehmen, dann haben wir. Ja, egal. Machen wir so. Machen wir nochmal. So, wir sind in. Genau, in Ambari. Fahren wir Richtung Odessa. So, hier geht's Richtung Lissabon. Und da kommen wir in Valencia vorbei. So, nochmal Gio Tauro hier. Müssen wir jetzt hin. Danach fahren wir eh nach dahin. Oh, das ist so Summe, da würde ich zu gern. Ja. So, mal gucken, wie teuer unsere Konventionalstrafen werden. So, wir sind jetzt in, am Dingsbums. Guck mal, hier 6,3 Millionen. Das schaffen wir zeitlich nicht. Zeitlich. Wir sind zu langsam. Wir bräuchten irgendwie auch so ein schnelles Schiff. Upgrades eingebaut in einem ihrer Schiffe. Schön. Ja, jetzt können wir auch viel mehr machen hier. Boah, jetzt haben wir so ein Megaschiff hier. Was heißt Megaschiff? Das ist ja... Hat nicht viel Volumen, aber wir können schnelle Aufträge vielleicht machen. Was können wir denn machen? Halifax haben wir viel. 12. Ja. Da hat es mit dem Volumen gleich erledigt. Das ist falsche Richtung haben wir. Nuke ist da drüber. Richtung Nuke weiter. Ja, guck mal, 1 Million Strafe, 19 Millionen bekommen. So, wir müssen nach Jeddah zurück. Oder von hier erstmal kurz noch nach Valencia. Ach ne, dieser zeitlich, ja. Saure Apfel. Jetzt aber wirklich reparieren. Wir haben genug Kohle gemacht. Jeddah. Also sonst fällt unser Schiff bald auseinander, unser Megaschiff. Das wollen wir ja nicht. So, wir sind, wollen Richtung Nuke weiter. Unser Nuke hat aber Zeit. Wir können erstmal uns kurz noch zurück nach New York.
das mitnehmen hier. Die Werft in Kapstadt wurde gekauft. So, wir sind in Odessa. Fahren hier sowieso vorbei, könnten wir Richtung... So, Richtung Nuke müssen wir noch. Und Halifax liegt auf dem Weg. So, jetzt müssen wir endlich mal ein Schiff kaufen. Mensch. Wie sieht das denn aus? Mit. Wo ist unsere Werft? Hier, ne? Gibt's hier den schönen großen Tanker? Ich will den großen. Nee, ist nicht so groß. Das ist bestimmt eine Werft. Upgrade Dock, okay. Metro Vancouver. Jawohl. Ich würde sagen, das Teil nehmen wir. 387 Millionen. Das wird die Yvonne. Unser gigantisches Schiff, okay. Wir sind auf der Antonia. Wir müssen Richtung Lissabon. Wir können Richtung Bergen hochfahren. Mal gucken, was da oben so geht. Jetzt sind wir auf die Yvonne. So, wir haben unser Megaschiff. Los Angeles. So, hier brauchen wir wieder Entflammbarkeitsschutz. Ist zum Beispiel interessant. Ja. Ach, wie kommen nicht durch den Kanal jetzt in der Mitte? Oh. Weil wir zu groß sind. So, Richtung Port Said. Lissabon. Nö. So, 6,5 Millionen. Wir wollen weiter mal bis nach Nuke. Oh, Nuke. 11 Millionen. Okay, ich dachte, wir können vielleicht die noch mitnehmen. So, wir sind mit Flipper angekommen. Er sagt schon, wir haben einen ganz, ganz, ganz schlechten Zustand. Sagen jetzt reparieren. Tja, der Flipper ist jetzt raus. Zollkontrolle. Eines ihrer Schiffe wird aufgehalten. Okay. Mit der Greenhorn in Lissabon. Könnten wir hier Helsinki, St. Petersburg drum rumbutschern.
Helsinki. Ja, wir sind voll, wir müssen eh noch bis nach Helsinki durchfahren. So, Bergen. Hamburg liegt quasi auf dem Weg. Und noch was auf dem Weg? Nee. Metro Vancouver. Boah, das sind Summen hier. Das sind auch Mengen, ne? Also das sind richtig Mengen hier. Wenn wir denken, wir haben das größte Schiff, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben noch abgelegt. So, wir sind da oben. Dann können wir hier... Balboa für 6 Millionen oder Duadan. Oh, ich würde sagen, fahr nach Duadan rüber. Ich bin mal darüber wieder. Schaffen wir trotzdem nicht. Dann müssen wir in Valencia. Schaffen wir zeitlich nicht. Balboa? Jo. Mal nach Balboa und dann rüber. Versuchen wir das mal, ob das passt. Und das müssen wir irgendwo zwischen ankern. Das Upgrade Dock in Jawaharlal Nehru Port wurde gekauft. Ihr seid die Größten. Ihr kauft alles auf. So, Marie, wir wollen nach Jeddah. Alles in die falsche Richtung. Rotterdam, ganz falsch. Nö. So, wir sind mit unserem Riesenkreuzer. Flammbarkeitsschutz. Wir brauchen mal... Wo können wir denn hier da? Wir müssen noch das andere lässt. Perfekt. Nehmen wir mit und werden in Los Angeles umgebaut. So, wir müssen aber mal gucken, dass wir weitere Regionspunkte sammeln. Müssen wir gleich ein paar Schiffe kaufen und mal in Afrika viel rumdümpeln. Und ja, da müssen wir rumdümpeln und Regionspunkte versuchen zu sammeln. Wir sind auf dem Weg Richtung St. Petersburg. Die tun ja am Bergen. Reykjavik in eine andere Richtung. Fahren wir direkt. So, St. Petersburg. Dublin fahren. Oder wir nehmen der Havre. Felix Dove hier.
So, genau, jetzt sind wir hier. So, unser Schiff mal. Wir haben schon 54% Zustand. Ach, ich glaube, wir waren nicht ganz heil. Mal gucken, unser Schiff mal hier verbessern. Slot 1, Entflammbarkeitsschutz. Und Speziallizenz. Speziallizenz hätte ich gesagt. Macht das Sinn? Schmuggelware? Das ist 12,5. Schleppergebühren minus 50% oder Verbrauchsoptimierung minus 25%. Was ist sinnvoller? Wie hoch sind denn meine Schlepperkosten? Boah, die sind enorm hoch, ne? 44 Millionen. Verbrauchskosten? Schlepper, nehmen wir Schlepperkosten. Auch wenn auf den ersten Blick das so ein bisschen so... Hm. So, können wir noch hier ein Schiff kaufen, irgendwie so ein... für Regionspunkte sorgt. Zustand 9 Millionen wert die Reparatur? Ich glaube nicht. Ist eine ganze Ecke größer, ne? 320.000 Tonnen, 190.000, der kann noch viel mehr Gewicht. Ich würde sagen, wenn wir da unten rumsegeln, nehmen wir gleich den hier für 160 damit. Geht nur 8 Tage. Oder halt den. Gut. Machen wir nochmal 20, 30 Millionen irgendwie und dann... Wir sind da, müssen wir ein bisschen Kohle jetzt verdienen hier. Schaffen wir zeitlich nicht, nur zeitlich nur ganz knapp. Aber wenn wir die mitnehmen, passt das. Eines ihrer Schiffe ist fertig repariert. Sehr schön, Flipper ist fertig. Portzeit 24 Millionen. Oder gibt es da andere gute Optionen? 15. Also wenn wir da viel mitnehmen können. Das sind aber große Summen. Große Mengen. Warte mal. Warte mal. 24 Millionen ist schon gewaltig da oben. Jetzt haben wir nur 22 Millionen. Und das läuft uns auch nicht weg. Würden wir auf keinen Fall zeitlich schaffen. Ich will nicht wieder konventionelle Strafen bekommen. So, hier wollen wir jetzt ruhig nach Durdan. Hey, jetzt schaffen wir das. Haben wir noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Nee. Irgendwas anderes in die Richtung da unten. Kapstadt. Kapstadt liegt davor. Würde Sinn machen. Nö, das ist alles. Ach, Lagos kommt man davor, genau. Dakar. Dann Lagos. Genau, die nehmen wir mit. Die Überfahrt muss sich auch irgendwie lohnen.
So, das war's auch schon wieder mit dieser Folge, wo wir unseren Mega-Frachter gekauft haben. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da oder ein Abo oder schreibt was in die Kommentare, ne? Oder wenn ich irgendwas anderes ausprobieren soll, wenn ich Kampagne spielen soll, mal Multiplayer, ne? Lasst es mich wissen. Bis dann, haut rein. Ciao, ciao.